Natürlich haben wir uns zunächst mit der Geschichte dieses Gebäudes beschäftigt. Das Gebäude wurde 1912 vor dem Ersten Weltkrieg als Kaserne gebaut und hat 4 Geschosse und ein sehr hohes Dach und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Es gibt ein großes zentrales Treppenhaus. 2 Treppenhäuser befinden sich in den Seitenflügel des Gebäudes. Hier möchte ich erwähnen, dass der Westflügel im Krieg zerbombt war und in den 50er Jahren eben ein Treppenhaus neu aufgebaut wurde und dass es immer noch diesen 50er-Jahre-Charme eigentlich hat und dass es auch das Schöne ist, dass man in diesem historischen Gebäude eben nochmal so einen anderen Zeitabschnitt wiedererkennt. Durch die Großzügigkeit des 50er-Jahre-Treppenhauses, das ja galerieartig alle Ebenen miteinander verbindet, konnten wir hier einen Aufzug einbauen, der außen nicht sichtbar ist und sich innen also wunderbar integriert. Ja, eine besondere Herausforderung war eben in dieses alte Gebäude, was ja als Kaserne immer schon der Bildung gedient hat, aber doch sehr streng ist, dass man dort eine moderne Grundschule integriert. Die Flure der Geschosse haben wir bewusst unterschiedlich farblich gestaltet, damit die Schüler, also es sind ja Grundschüler, also Kinder, auch eine bessere Orientierung haben in diesen sehr langen Fluren. Man muss wissen, jedes Geschoss hat 1000 Quadratmeter und wir haben die Klassenräume bewusst schlicht gehalten. Also dort gibt es einen grauen Fußboden, eine weiße Decke, eine Akustikdecke, um eben den Schülern Raum zu geben, ihre Räume selber noch zu gestalten, damit es also nicht zu bunt wird. Was eben auch sehr schön ist, dass die Farben auch in der Dämmerung gut von außen erkennbar sind. Also dieses historische, dieses alte Gebäude erstrahlt plötzlich in einer Farbigkeit, was wiederum die Modernität widerspiegelt. Also man sieht, oh, da drin hinter diesen historischen Fassaden passiert etwas Modernes, etwas Zeitgemäßes.